herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Ihr habt ja bereits die vorangegangenen zwei Videos hoffentlich gesehen. Da ging es ja um das Thema Rechnen mit Termen und zwar ganz speziell das Ausmultiplizieren. Und was wir noch nicht haben, ist das Thema Division. Die ist natürlich ein bisschen untergeordnet, auch in vielen Mathebüchern, aber gleichermaßen auch wichtig, weil wir nochmal viele Dinge ansprechen können, wie zum Beispiel das Vertauschungsgesetz, was hier ja nicht gilt. Oder auch die allgemeine Ablaufregel. Ja, ich habe euch hier, wie gesagt, eine Aufgabe mitgebracht. Und als allererstes möchte ich darauf hinweisen, dass es eben nicht gleichgültig ist, wie diese Zahl hier notiert ist. Also Klammer geteilt durch 4 oder 4 geteilt durch die Klammer macht einen riesen Unterschied. Ich mache euch kurz ein Beispiel. Und zwar, wenn ich schreibe 20 geteilt durch 4, wie diese Aufgabe lautet, kann man natürlich auch als Bruch schreiben, 20 Viertel, dann kommt natürlich 5 dabei raus. Es ist aber grundlegend ein Unterschied, ob ich sage 4 geteilt durch 20, weil das wiederum ergibt gekürzt ein Fünftel. Das heißt, das Kommutativgesetz gilt hier bei dieser Division nicht. Bei der Multiplikation durfte ich es ja. Sprich, 3 mal 4 ergibt 12 und 4 mal 3 ergibt auch 12. Das heißt, multiplikativ gesehen ist das Kommutativgesetz gültig, hier entsprechend bei der Division nicht. Schauen wir uns diese Aufgabe deshalb nochmal ein bisschen genauer an. Es funktioniert genau gleich wie bei den anderen auch. Wir kümmern uns um diese einzelnen Bestandteile. Man braucht da ein gewisses System. Und man teilt jetzt die 20x durch die 4. Also sprich 20x durch die 4. Wenn euch fragt, wie war denn das nochmal mit dem Vorzeichen? Warum taucht jetzt das Vorzeichen hier nicht mehr auf? Das Vorzeichen ist natürlich auch hier wichtig und ich erwähne nochmal, wenn nichts dran steht, dann ist es immer das positive Vorzeichen. Sprich, wir haben vor der 20 kein Vorzeichen, also haben wir auch hier das positive Vorzeichen. Ich mache es ja nochmal rein. Und vor der 4 natürlich auch ein positives. Ja, und deswegen plus geteilt durch plus ergibt dann auch wieder plus. Diese Regeln sind natürlich weiterhin gültig. Das heißt, die Regeln, die hier für die Multiplikation gelten, habe ich hier für Division euch nochmal aufgeschrieben. Und das beachtet ihr entsprechend bitte. Habe ich entgegengesetzte Vorzeichen und dividiere durcheinander, habe ich immer das negative Vorzeichen stehen. Und habe ich eben gleiche Vorzeichen, positiv oder negative, entsteht immer das Plus als Vorzeichen. Das gilt es, wie gesagt, zu beachten. Ja, kommen wir da jetzt zurück zu unserem Fall. Vorzeichen haben wir geklärt. Und da finde ich das Bruchrechnen einfach immer wieder schön, weil man das gut anwenden kann. Die Bruchschreibweise deswegen hier, 20x durch 4. Dieser Bruchstrich ist die Division hier. 20 geteilt durch 4. Ja, und jetzt kann man hier ganz normal kürzen. 20 durch 4 ist jetzt nicht eine komplizierte Aufgabe. 20 durch 4 kürzt man, bleibt 5 übrig. Und unten 1 habe ich also noch stehen. Nachher, das können wir auch gleich schon drunter schreiben, 5x. Die 1 unten im Nenner muss ich nicht schreiben, kann ich aber schreiben. Ja, zweiter Bruch, plus durch plus ergibt wiederum plus. 8 durch 4 sind 8 Viertel. Und das kann man natürlich auch wunderbar kürzen. Kommt natürlich 2 raus. Ihr seht, wenn man das so macht, die Division so durchführt, hat man relativ schnell das Ergebnis. Ja, schauen wir uns jetzt diesen zweiten Fall an und machen das natürlich genau gleich wie beim ersten Mal auch. Wir dividieren erst hier durch und dann den zweiten Fall hier. Ja, wir schreiben das auch wieder entsprechend auf. Ich markiere nochmal das Pluszeichen, wenn nichts dran steht, ist es ein positives Vorzeichen. Und da sei nochmal darauf verwiesen, bei diesem geteilt durch minus 9, ihr könnt und dürft das nur so schreiben. Ja? Habe ich bei der Multiplikation auch schon mehrfach erwähnt. Ich zeige das nochmal ganz kurz. Machen wir mal ein Beispiel. 3x minus 2 geteilt durch
minus 3. Ihr dürft geteilt durch und minus als Rechenoperation nicht direkt so nebeneinander schreiben. Das muss geklammert werden. Ihr könnt nur mit einer Klammer das hier richtig stellen. Anders ist es nicht möglich. Das heißt, diese Klammer muss geschrieben sein, darf nie weggelassen werden. Ja, und dann kümmern wir uns mal entsprechend drum. Wir machen zuerst den orangen Pfeil. 36x durch 9. Vorzeichen klären wir gleich. Plus geteilt durch Minus ergibt Minus als Vorzeichen des Bruchs. Kürzen kommt dann im zweiten Schritt. Ja? Kümmern wir uns um den zweiten Bruch. Minus durch Minus ergibt Plus. 18 durch 9. So, jetzt kommen wir, zweiter Schritt, kürzen. 36 und 9 sind natürlich Teiler zueinander. Man kann logischerweise kürzen. Bleibt übrig die 4 und hier die 1. 9 mal 4 sind nämlich 36. Bleibt also übrig minus 4x. Diese 1 hier unten im Nenner müsst ihr nicht schreiben. Darf man aber. Ja, kann man, wie gesagt, bewusst bei jedem Bruch auch weglassen. 18 Neuntel kann man natürlich kürzen. 2 mal 9 sind 18. Bleibt übrig die 2. Und um zu sehen, ob ihr auch wirklich verstanden habt, dass die Division kapiert wurde, mache ich gerne noch mal ein bisschen schwierigere Beispiele. Oftmals bleibt es in Mathebüchern nur so oberflächlich, wie jetzt gerade gezeigt, und dann leuchtet es auch vielen Schülern ein und dann funktioniert das auch alles. Aber ich bringe bewusst euch diese Bruchschreibweise bei, um eben genau diese Missstände mal aufzuzeigen, die da oft vorherrschen. Gucken wir uns an diesem Beispiel mal den orangenen Weg an. Zuerst das Vorzeichen, Minus durch Minus ergibt Plus. Und jetzt schreiben wir den Bruch auf 25... x² durch 5x. Wir werden diesen Bruch in der Folge noch ein bisschen anders schreiben, dass ihr auch seht, was man hier wirklich kürzen kann. Grüner Weg. Minus durch Minus ergibt auch Plus. Und wir schreiben den Bruch auf. 5x hoch 3 durch 5x. So, jetzt im zweiten Schritt werden wir das, was hier oben steht, ausformulieren. X mal x ist x². Das heißt, wir können das auch durchaus so schreiben. Und dadurch ergibt sich für uns eine Möglichkeit, es ganz schnell zu sehen, was man hier kürzen kann. Machen wir beim zweiten Bruch genauso. X hoch 3 ist nichts anderes als x mal x durch 5 mal x. So, und genau jetzt kann man kürzen. Wir fangen an mit den Zahlen. Die 5 und die 25 sind natürlich Teiler zueinander, sind logischerweise so zu kürzen. Das Vorzeichen Plus muss man jetzt hier nicht nochmal schreiben. Und jetzt kann ich das x und das x auch kürzen. Bleibt also noch ein x übrig. Beim nächsten Bruch genau dasselbe. Die 5 und die 5 kürze ich, bleibt eine 1 stehen. Und ich kann dieses x mit diesem hier kürzen. Bleibt noch stehen x mal x oder gleich zusammengefasst x². Das sieht also relativ schwer aus am Anfang. Wenn man aber diese Regeln beherzigt und wenn man das genauso umsetzt in Bezug auf das Bruchrechnen, was ich euch am Anfang schon gezeigt habe, dann könnt ihr auch solche Divisionen gut durchführen. Kommen wir zur letzten Aufgabe dann in dieser Reihenfolge. Wir fahren genauso fort, wie wir es vorhin schon gemacht haben. Wir dividieren erst die minus 16x hoch 4 durch die 2x und dann entsprechend hier im zweiten Schritt 8x durch 2x hoch 2. Ja, hier steht nichts davor vorzeichenmäßig, also ist es das Plus. Und wir stellen zuerst das Vorzeichen fest vom orangenen Weg. Minus durch Plus ergibt Minus. Dann notieren wir uns nur den Bruch, nämlich 16x hoch 4 durch 2x hoch 2. Ja, wir schreiben das nur als Divisionsaufgabe, jetzt als Bruchschreibweise auf.
Dann kommen wir zum grünen Weg. Plus durch Plus ergibt Plus. 8x durch 2x hoch 2. So, jetzt schreiben wir das Ganze noch um. X hoch 4 ist nichts anderes als x mal x mal x mal x. Dividiert durch 2 mal x mal x. Das ist nur umgeschrieben, x hoch 4 anders dargestellt, x hoch 2 anders dargestellt. Brauchen wir, wie gesagt, für das Kürzen. Und auch hier bei diesem Bruch werden wir es anders darstellen. 2 mal x mal x. So, jetzt können wir kürzen. Die 16 und die 2 natürlich mit 8. 2 mal 8 sind 16. Vorzeichen bleibt bitte da. Nicht irgendwie verschwinden lassen. Und jetzt gucken wir, was wir kürzen können. Das x und das x. Und diese x unten im Nenner auch. Das heißt, es bleiben oben im Zähler noch stehen 2 x. X mal x ergibt x hoch 2. Und jetzt merkt man beim zweiten Bruch, wie gut es ist, wenn man das wirklich mal so ausschreibt. Gekürzt die Zahlen 4 und unten 1. So, aber jetzt kürze ich dieses x gegen dieses x und jetzt bleibt noch 1 übrig. Und jetzt machen viele Schüler den Fehler, dass sie das falsch darstellen. Viele Schüler sagen, da kommt 4x raus. Eben nicht. Ihr seht oben im Zähler die 4 noch stehen. Und was seht ihr unten? Konkret eine 1 und noch ein x. Das Einzelne müsst ihr nicht schreiben, das x aber sehr wohl. Und so ist es was anderes, ob ich 4 mal x schreibe oder 4 durch x. Schaut her. Das, was noch übrig ist, notiere ich mir. Minus 8xx. Das steht ja im Zähler oben, deswegen darf ich das so schreiben. Und da steht es aber im Nenner, deswegen muss ich den Bruchstrich aufrechterhalten. Ja, ich hoffe, ich konnte euch wieder einiges zeigen bei diesem kurzen Video zum Thema Division. Und ich hoffe auch mit meinen zwei etwas schwierigeren Beispielen könnt ihr damit gut verfahren. Und ja, viel Spaß beim Üben.